Herzlich willkommen bei Vision to Web, dem Live-Kanal Ihrer Fachzeitschrift Industrielle Automation, hier live von der Vision 2016 in Stuttgart. Zu Gast ist jetzt bei mir Herr Beising von der Firma EVT. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Herr Beising, welche Neuheiten bringt denn EVT mit zur diesjährigen Vision? Also was wir Neues haben, ist unter anderem unsere 3D-Software natürlich für verschiedene Sensoren von Automation Technology über Wengler bis hin zu Blue Technics, die komplett unterstützt wird von der Software und natürlich die Integration von unserer Thermokamera, der intelligenten Thermokamera, aber auch verschiedenen anderen Thermokameras, um gemeinsame Bildaufnahme, registrierte Bildaufnahme zu machen, um kombinierte Sensorlösungen zu realisieren im Bereich Faserverbundwerkstoffe, aber auch herkömmlicher Thermografie oder 2D-Bildverarbeitung. Das Thema 3D ist ja auf dieser Messe wieder relativ im Trend oder immer noch im Trend in der Bildverarbeitung. Wie schätzen Sie aktuell den Entwicklungsstand ein und wie sieht das bei EVT aus? Also 3D ganz klar ist einer der Trendthemen überhaupt quer durch die Industrie, weil man einfach die dritte Dimension erschließt und viele Sachen nur mit 3D zu lösen sind. Das war einer der Gründe, warum wir überhaupt die ganzen 3D-Sensoren integriert haben und massiv die Software auch in dem Bereich ausgebaut haben. Beginnend bei ganz einfachen Aufgabenstellungen der Planarität von Bauteilen bis hin eben Steckerprüfung, Pin-Inspection, Solder-Paste-Inspection und so weiter. Überall geht es nur mit 3D. Moderne Motoren müssen sehr präzise gefertigt werden. Kommt auch 3D oder ganz moderne Oberflächenprüftechnik mit Highspeed-Scannern. Ist auch einfach 3D der Schlüssel, um diese Aufgabenstellung zu lösen. Wie geht es denn weiter nach der Messe mit 3D? Neue Sensoren. Es gibt ja ein paar wirklich interessante neue Highspeed-Sensoren, die noch höhere 3D-Auflösungen ermöglichen, gerade für Oberflächeninspektion und Prüftechnik. Bei der Montage, aber auch was gerade ein interessanter Bereich ist, die Montageunterstützung oder Assisted Worker, was man ganz gerne sagt. Und der Time-of-Flight-Sensor als günstiger Einstieg in einfache, sagen wir nicht so klassische 3D-Themen, zum Beispiel die Befüllung von Kartons mit Füllmaterial, was man nur über solche auch preisgünstigen Sensoren lösen kann, weil sonst der Preisrahmen einfach für den Endkunden nicht möglich ist. Ihr Produkt iVision, was gibt es denn da Neues? iVision, ganz klar, ist erweitert worden. Es läuft jetzt neben Windows auf sämtlichen Linux-Systemen auf x86 und ARM. War mal sehr wichtige Basis. Wir haben jetzt eine Android-Version verfügbar und haben gleichzeitig die Befehlssätze in Richtung 3D, was wir ja schon gerade angesprochen haben, massiv erweitert, um eben für den Kunden 3D einfacher realisierbar zu machen, aber auch natürlich die Thermokameras einfach auszuwerten. Also nicht nur eben zu sagen, okay, da ist ein heißer Spot zum Beispiel, sondern auch um Login-Thermografie zu machen, was ja eine ganze Menge mehr an Algorithmik und Steuerung, Beleuchtung, in dem Fall Wärmequelle und Kamera nach sich zieht. Da haben wir massiv die Software ausgebaut. Läuft jetzt auch auf sehr vielen kleinen Embedded-Systemen, sei es jetzt der Raspberry Pi, der ziemlich bekannt ist, aber auch Odoid oder eben allen großen natürlich. Ja, das war's für den Moment wieder bei Vision to Web, hier live von der Messe Stuttgart, von der Vision 2016. Ja, schauen Sie sich auch unsere anderen Videos an. Es bleibt auf jeden Fall spannend in Sachen industrieller Bildverarbeitung. Herr Beising, vielen Dank für den Besuch. Danke.